Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Vorab erstmal entschuldigt bitte diese schlechte Qualität. Zum Teil geht es darum auch in diesem Video, und zwar gibt es heute mal ein kleines Live-Update oder so würde ich es nennen. Ja, wie es gerade so bei mir aussieht, was gerade so passiert und warum diese Qualität von diesem Video jetzt etwas schlechter ist vielleicht als in den Videos davor. Das letzte Video, was ich ja hochgeladen habe, das war der Umzugsvlog Part 1 von meinem Umzug. Und zwar habe ich da schon gesagt, dass ich von Trier wieder wegziehe, und zwar nach Bonn. Und erstmal dazu, der Hintergrund ist, dass ich ja mein FSJ in Trier gemacht habe und das ist jetzt leider vorbei. Das heißt, ja, dass ich nicht mehr in Trier wohnen werde. Also ich hatte eigentlich überlegt, vielleicht auch dort in Trier zu studieren, aber das ist jetzt anders gekommen, als es geplant war. Also werde ich meine Wohnung aufgeben müssen in Trier und eben woanders hinziehen. Und das ist in diesem Fall jetzt Bonn. Ich werde anfangen, Biologie zu studieren. Und das Problem ist oder war, dass eben in Trier nicht dieser Studiengang Biologie angeboten wird. Deswegen musste ich wieder wegziehen und ja, ich komme ja eigentlich aus der Nähe von Bonn und Königswinter, und da hat sich irgendwie angeboten, wieder in die Gegend zu ziehen, denn in Bonn gibt es den Studiengang. Und ja, da habe ich jetzt eben eine Wohnung gefunden, in die ich einziehen werde, und wir haben heute den. Und genau der Zeiger gerade im Weg, jetzt kann ich das Datum nicht erkennen. Wir haben heute den 20., das ist ein Donnerstag, und am 22., den Samstag, ziehe ich um. Das heißt, wir werden dann mit Umzugswagen wieder, also das habe ich noch gar nicht gesagt, aber ne, ich bin im Moment in Königswinter wieder, nicht in Trier, wer es vielleicht erkannt hat am Hintergrund. Genau, also wir werden mit dem Umzugswagen nach Trier fahren, da die ganzen Möbel dann und Kartons dann einpacken. Wer meinen Umzugsvlog gesehen hat, der weiß ja, dass ich die ganzen Kartons schon gepackt habe, und dann werden wir das Ganze nach Bonn kutschieren und da in die Wohnung reinbringen. Und dann werde ich eben in Bonn in dieser neuen Wohnung leben und Trier komplett hinter mir lassen. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das schon irgendwie traurig, weil ich da jetzt so viele nette Leute kennengelernt habe. Aber soweit erstmal zu dieser Wohnsituation zu mir. Und dann, was ich am Anfang schon gesagt habe, weshalb die Qualität von diesem Video jetzt halt nicht so gut ist wie vielleicht die vorher. Ich habe natürlich durch dieses FSJ beim Fernsehen die Möglichkeit gehabt, auch mit diesem teuren Equipment zu arbeiten. Also konnte mir da die Kameras, den Ton und also die Mikros, Licht und so weiter und auch das Schnittprogramm da sozusagen ausleihen oder dafür benutzen, eben meine Videos zu bearbeiten. Das habe ich jetzt natürlich nicht mehr, jetzt wo das FSJ zu Ende ist. Deswegen filme ich das gerade mit meinem Handy. Aber im Moment bin ich eben auch dabei zu überlegen, was ich mir selber an Equipment so zulege, wenn ich jetzt hier weiter YouTube-Videos machen möchte. Ich bin halt, wie gesagt, gerade noch am Überlegen, und das ist natürlich auch eine Kostensache. Und jetzt gerade, wo ich umziehe und irgendwie auch neue Möbel oder irgendwelche anderen Sachen eben gebraucht werden, da ist das Geld natürlich auch an anderen Stellen nötig und jetzt nicht unbedingt primär für YouTube. Genau, deswegen muss ich eben erstmal gucken, wie ich das ganze Geld so aufteile und was ich überhaupt dann an Equipment brauche und haben möchte. Deswegen leider jetzt erstmal die Qualität hier von den Videos. Ich versuche so schnell wie möglich irgendwas daran zu ändern. Dann ist natürlich noch das Problem, dass ich studieren werde. Das heißt, nicht mehr so viel Zeit habe oder ja, die Zeit, die ich habe, dann eben auch fürs Lernen nutzen werde und muss. Dadurch werden wahrscheinlich nicht so oft Videos kommen. Also ich hatte jetzt mir vorgenommen, immer jede Woche ein Video hochzuladen, und ich versuche das auch immer noch irgendwie durchzuziehen und möglichst viele Videos zu produzieren. Aber es kann eben sein, dass ich da jetzt nicht immer so jede Woche ein Video hochlade oder dass es eben unregelmäßiger wird, was vorher zwar auch etwas unregelmäßig war, aber wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe immer versucht, donnerstags 18 Uhr was hochzuladen. Genau, deswegen wird es da vielleicht auch ein bisschen unregelmäßiger werden. Aber wie bereits gesagt, ich versuche daran irgendwie zu arbeiten. Genau, und dann würde ich eigentlich auch schon sagen, das war es mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und euch dieses Geplapper angehört habt, falls es irgendjemanden interessiert hat. Ich dachte, ich sag's euch einfach mal oder gebe so ein kleines Update, was jetzt gerade so in nächster Zeit passiert, damit ihr auch so ein bisschen Überblick habt und wisst, warum jetzt irgendwas nicht regelmäßig ist oder so weiter. Ich habe es ja schon öfter angesprochen. Genau, aber wie gesagt, das war es mit dem Video. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr mich abonnieren oder einen Daumen nach oben da lassen oder beides. Das würde mich sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal beim nächsten Video. Hoffentlich mit einem neuen Update vom Umzug. Ciao!